Einen wunderschönen guten Abend an diesem schönen lauen Sommer, Frühlings-Sommerabend zu unserem dritten Vortrag über diese Kleinigkeit unserer Seele, das Geheimnis und Rätsel unserer Seele. Und wir wollen heute in diesem dritten Teil einen ersten Abschluss finden und so einen ersten groben Überblick über das bekommen, was unsere Seele ist, was die Welt unserer Seele ist und was ihr Ziel ist, mit diesen Vorträgen auch darzulegen, dass sich uns eigentlich eine völlig neue Welt eröffnet, die wir jetzt langsam auch studieren können. Wir kennen sie zwar von Geburt an, wir kennen sie auch schon aus früheren Leben, aber wir wissen so wenig über sie, weil wir nicht selber hineinschauen können. Und nur dank eben Menschen wie Rudolf Steiner ist es möglich, dieses Wissen zu haben um diese Innenwelt. Und ich möchte das heute auch in Beziehung stellen zu dem, was wir in anderen Vorträgen gehört haben, zu diesem berühmten Thema der sogenannten sozialen Dreigliederung. Das hat sehr viel zu tun mit unserem Thema und dann möchte ich beginnen, eine Frage zu stellen. Was lebt in der Seele der Italiener? Weil die Italiener unterscheiden sich sicher von Ungarn. Sie unterscheiden sich von Russen. Ja, sie unterscheiden sich von Chinesen, sie unterscheiden sich auch von Deutschen. Also ist die Frage, was lebt denn in der Seele, speziell in einer Kultur, in einem Volk, in dem Seelenleben eines Volkes? Warum kommt so viel Mode aus Italien? Schuhe, Kleidung, Anzüge und so weiter. Also irgendwo lebt etwas in diesem italienischen Geist oder in dieser italienischen Volksseele, das etwas zu tun hat mit Mode. Ist ja zunächst etwas Äußeres. Aber es verschönt das Leben. Das Dolce Vita, das süße Leben, ist ein Merkmal für die italienische Volksseele. Dolce Vita, was bedeutet das? Warum sind Italiener so temperamentvoll? Wenn man sie sprechen hört in der Familie, dann ist es wie ein riesiges Blitzen und Donnern oder Wasserfall und es ist ein lebendiges, äußerst lebendiges Gespräch. Voller Temperament. Warum ist das so? Warum haben die Italiener eventuell so viel wechselnde Regierungen? Ungefähr dreimal so viel wie im stabilen Deutschland. Ist ja auch eine spannende Frage. Warum? Warum lebt so viel Sinnesfreude in Italien? Warum fahren wir alle gern dorthin in Urlaub? Liegt es jetzt am Mittelmeer, am Licht, an der Luft? Woran liegt es, dass Italien uns so anzieht? Es ist sicher die Natur. Und unbedingt ist dieses Klima nicht geeignet zum Arbeiten. Ne? Es regt nicht so sehr zum Arbeiten an, sondern eher zum Dolce Vita. Ne? Deshalb fahren wir auch gern hin. Warum haben die Italiener die Oper hervorgebracht? Die Oper ist in Italien entstanden. Warum werden die Opern auf Italienisch gesungen? Was ist der Inhalt der meisten Opern? Es hat alles etwas zu tun, irgendwo, ja, einfach mit dem menschlichen Leben, so ganz, ganz bodenständig irgendwie. Das, was der Mensch so ist, wenn er hier auf der Erde ankommt. Warum ist Goethe nach Italien gereist und hat sich dort inspirieren lassen von dieser ganzen Atmosphäre und so viel hervorgebracht durch diese berühmte Italienreise? Warum ist die italienische Sprache so musikalisch? Ja, lebt ja auch schon etwas Künstlerisches darin. Warum ist so viel Empfindung in dem ganzen italienischen Dolce Vita-Leben, in diesem modischen, auf Sinnesfreuden ausgerichteten Leben? Denn das ist ja das Merkmal der italienischen Kultur. Deshalb lieben wir es auch so. Jeder von uns ist gerne in Italien und würde auch gerne immer bleiben, am besten immer, wo es warm ist. Und doch merkt man nach einiger Zeit, naja, es könnte eine Abwechslung kommen, aber so für das Sinneserleben, für die Freude am Leben ist natürlich die italienische Kultur und das Klima und das alles wunderbar geeignet. Wenn wir uns diese Merkmale, die ich so kurz versucht habe zu charakterisieren, vor Augen halten und die letzten Vorträge anschauen, dann haben wir ja in den zwei Vorträgen über zwei Instanzen in unserer Seele gesprochen. Wir haben nicht nur von Rudolf Steiner, sondern früher auch von Aristoteles und von anderen alten Kulturen die Information, dass unsere Seele jetzt nicht nur ein einheitliches Etwas ist, sondern dass unsere Seele sogar ein fein gegliedertes, zart gegliedertes Etwas ist. Unsere Seele ist gegliedert. Ähnlich wie wir Körper, Seele und Geist haben, ist auch die Seele in sich
dreifach gegliedert, so wie auch der Körper dreifach gegliedert ist. Und wir haben in den ersten beiden Vorträgen von der Empfindungsseele gehört und der Verstandes- und Gemütsseele. Und ich will nochmal darauf hinweisen, dass wir, wenn wir vom Gefühlsleben sprechen, grundsätzlich unterscheiden müssen zwischen Empfindungen im Deutschen und Gefühlen. Empfindungen, sagt man im Englisch Sensations, das sind die Gefühle, die unmittelbar durch unsere Wahrnehmung hervorgerufen werden. Ja, geht man in eine italienische Pizzeria hinein, dann steigt ein gewisser Duft in die Nase, meistens aus dem Steinbackofen. Und es wird sofort etwas in uns angeregt. Wir haben sofort ein Gefühl damit verbunden, ein sogenanntes Wahrnehmungsgefühl. Eine Sensation im Englischen. Wir haben im Deutschen, das ist ein neu kreiertes Wort, das Wahrnehmungsgefühl ist in unseren Seminaren entstanden, weil das wunderbar passt. Dagegen Trauer und Zorn und Wut ist jetzt was anderes als ein Wahrnehmungsgefühl. Und da müssen wir klar unterscheiden, weil in dieser sogenannten Empfindungsseele leben zunächst einmal die Empfindungen. Alles das, was durch die äußerlichen Wahrnehmungen in uns angeregt wird. Und das ist auch das, was das Tier hat, haben wir gesagt. Und was dann das Neue ist in dieser sogenannten Verstandes- und Gemütsseele, wo wir auch gesagt haben, das ist etwas, was das Tier nicht hat. Da erwacht etwas, was der Mensch hat, und das nennen wir mit diesen berühmten drei deutschen Buchstaben ICH, ich. Da beginnt der Mensch und nicht das Tier in diesem Meer von Sinnes, Erregungen, das ist also kein Mittelmeer, das ist ein Ozean in uns, wie wir gesagt haben, in diesem Meer von Empfindungen, da greift jetzt etwas hinein, das Ich, und zwar über das Denken. Und fängt an, über diese Empfindungen nachzudenken. Und sagt, esse ich jetzt eine Pizza oder esse ich Spaghetti? Naja, jetzt bin ich gerade vegan unterwegs, ich probiere es mal mit einem Tomatensalat. Ja, da kommt auf einmal der Verstand, der sagt, naja, ich will jetzt auch keine Kohlenhydrate, weil ich habe gehört, Kohlenhydrate machen so und so und dick und dünn oder was auch immer. Oder der Weizen ist nicht gut. Da kommt dann das Denken hinein und der Verstand, das interessiert ein Tier recht wenig. Aber das Tier riecht und das Tier spürt über seine Empfindungsseele. Das hat das Tier. Und das Tier weiß dann unmittelbar. Das braucht nicht nachdenken, weil es einen hohen Instinkt noch hat. Und über diesen Instinkt weiß das Tier, ob es gut ist für ihn nicht. Wir müssen da schon den Verstand einsetzen, das Denken. Und das passiert in dieser sogenannten Verstandesseele. Aber in dieser Verstandesseele ist nicht nur der Verstand. Da lebt nicht nur unser Denken, das jetzt mit den Empfindungen lernt, sie zu steuern. Das ist ja das Schönste, was wir erleben können. Also, nein, ich kann jetzt verzichten. Dann sagt eine Stimme in uns, ich will aber nicht verzichten, ich mag das jetzt haben. Dann sagt der Verstand, es wäre aber gut, jetzt darauf zu verzichten. Dann sagt die Stimme, das interessiert mich nicht, ich bin das Tier in dir und ich möchte es jetzt essen. Dann sagt der Verstand wieder, ich habe aber gehört. Dann sagt das Tier in uns, nein, ich brauche das jetzt, ich habe Hunger und genau das will ich haben, diese Lust. Und das ist so dieser Kampf in uns, in dieser Verstandes- und Gemütsseele, dass wir Herr über unsere Empfindungen werden, dass wir Herr über das Tier in uns werden, über die Tierheit. Die lebt nämlich in der Empfindungsseele, wo wir gesagt haben, das hat eine Pflanze nicht, diese Empfindungswelt, das Tier schon. Und der Mensch hat jetzt noch darüber gehend den Verstand, das Denken, um seine Sinne in den Griff zu bekommen und sich nicht von den Sinnen nur leiten und lenken zu lassen wie das Tier, sondern die Sinne zu benutzen und sie selber zu lenken. Ja? Ich habe heute wieder das Rauchen aufgehört, sagt man gestern zwar auch schon und vorgestern, aber macht ja nichts. Es ist wichtig, dass ich das Rauchen aufhöre, am besten jeden Tag. Und dann lebt etwas in einem, ein Drang, nämlich die Sucht, die man sich schon angewöhnt hat. Und der Verstand kann tun und denken, was er will. Diese Kraft ist trotzdem stärker, die ist dann Herr über uns. Da haben wir diesen Trieben in uns, die in dieser Empfindungsseele leben oder in diesem Astralkörper, wie man sagt, die haben dann so eine Kraft gewonnen, dass wir schwer es haben, sie wieder loszuwerden. Und das ist aber der Kampf, den wir alle führen in unserer Seele. In unserer Seele führen wir den Kampf und dieser Kampf ist in den alten Legenden, in den alten heiligen Schriften überall beschrieben. Der größte Epos dazu ist die Bhagavad Gita. Dieser Kampf, diese Kämpfe, die da beschrieben sind, sind gleichzeitig die Kämpfe in unserer Seele. Die Heerscharen von Feinden in uns, mit denen wir es permanent zu tun haben, die aber mal Freunde sind und mal Feinde, je nachdem, wie es uns gerade geht. In dieser Empfindungsseele, haben wir gesagt, erlebt auch die ganz natürliche unmittelbare Sympathie und Antipathie. Das mag ich oder mag ich nicht als unmittelbare Kräfte und das hat das Tier auch. Und danach steuern wir unsere Handlungen.
Das alles lebt in dieser Empfindungsseele. Und dort leben alle unsere Begierden, das Begehren nach Sinnesgenüssen, das ist ganz wichtig. Nicht nach höheren Genüssen, sondern erst einmal nach denen, die uns die Erde liefert. Und wenn man dann in diese Verstandesseele eintaucht, dann stellt man fest, dann stellen wir fest, aha, da ist zwar unser Denken, aber das Denken ist da noch ganz stark gebunden an unsere Gefühle. Da haben wir dann Wut, da haben wir Trauer, wir haben Zorn, wir haben Dankbarkeit, wir haben Verbundenheit. Wir erleben Mitgefühl, Angst, Eifersucht, Erstaunen, Ehrfurcht. Alle solche Dinge leben in unserem Gefühlsleben, in dem sogenannten Gemüt. Und deshalb nennt man diesen Teil der Seele, der sich im Menschen sozusagen als eigenes Organ, als ein zweites Seelenorgan oder ein Seelenorganismus, ja, man kann sagen, es ist ein eigener Seelenorganismus. Die Empfindungsseele ist ein eigener Organismus, den ein geistiger Seher auch geistig wahrnehmen kann. Ähnlich wie wenn man heute einen Körper aufschneidet und schaut rein, was sind dort alles für Organsysteme drin. Ein geistiger Seher, der gut geschult ist, wenn er hineinschaut in die Seele, sieht auch Organsysteme. Und die Empfindungsseele ist auch nicht nur ein Klotz oder eine Kugel, sondern ein fein gegliedertes, unglaublich lebendiges, astrales Organsystem. Und genauso ist es mit dieser Gemütsseele. Das ist eine Welt, die unglaublich lebendig ist. Das ist ja das, was uns ausmacht. Wenn wir sagen, ich fühle mich lebendig, dann ist es diese Gemütsseele oder auch die Empfindungsseele. Da findet unser uns lebendig fühlen statt. Und deshalb unterscheiden wir diese Gefühle von den Empfindungen. Und die finden eben vor allen Dingen in dieser Verstandes- und Gemütsseele statt. Und warum? Woher kommen die denn? Die kommen daher, weil wir Menschen über das, was wir unmittelbar erleben, über die Sinne, über die Sinnesreize, uns Gedanken machen. Weil wir uns Gedanken machen können, kriegen wir dann eine Angst, die völlig unberechtigt ist. Tiere haben keine unberechtigte Angst. Tiere haben eine natürliche Angst, eine Furcht, sagen wir, die man braucht zum Lebenstrieb, zur Lebenserhaltung. Aber wir machen uns Ängste. Wir machen uns zum Beispiel Existenzängste. Ne? In Deutschland, Österreich, hier in unseren Wohlstandsgebieten gibt es Millionen von Menschen, die haben Existenzängste. In Sri Lanka und Indien drüben, wo die dauernd kämpfen ums nackte Überleben, haben die wahrscheinlich weniger Existenzängste als wir. Die machen sich gar keine. Die machen sich gar keine solche Gedanken, sondern die kämpfen jeden Tag um ihre Existenz, aber sie machen sich nicht unnötige Ängste. Also wir haben da eine faszinierende Freiheit in unserem Wohlstandsgebiet, dass wir uns alle Arten von Ängsten machen können und dürfen. Weil jetzt unser Denken so entlastet ist vom Alltagskampf, machen wir uns alle möglichen Gedanken, was könnte passieren, alles, wenn doch meine Rente nicht ausreicht. Ja? Und wir leben in einem Rentensystem, in einem Rentnersystem. Habe ich jetzt gerade wieder in diesen Tagen erlebt, wo manche Leute schon zählen, wie im Gefängnis, ne? Wie viele Tage habe ich noch oder wie viele Jahre habe ich noch, dass ich endlich meine Rente kriege? Und dann können wir nur wünschen und hoffen, dass dann das Rentensystem nicht zusammenbricht. Aber das ist unsere Freiheit im Menschen, dass wir uns Gedanken machen können und Ängste machen können. Das heißt, unsere Gedanken in dieser Verstandesseele, die führen dazu, dass wir uns ein Weltbild erschaffen. Und dass wir dann Gefühle erschaffen permanent, die mit unseren Gedanken verbunden sind. Und das ist dann unser Gemüt, das ist unser persönliches Gemüt. Die Seelenstimmung in jedem einzelnen Menschen, dieses Wogen an Gefühlen, die meistens immer mit den Gedanken zusammenhängen. Und da fängt natürlich auch jede Art von Schulung an, dass man dann merkt, aha, ich muss ja nicht nur in der Empfindungsseele lernen, vielleicht meine Empfindungen zu meistern. Jetzt muss ich auch noch meine Gedanken meistern, weil ich bin ja ein Mensch. Ich muss also noch mehr als das Tier in mir meistern. Ich muss auch noch das Denken, das irgendwo aus einer höheren Göttlichkeit kommt, das muss ich auch noch meistern, damit ich mir nicht unnötig viele Ängste mache. Ich muss dann auch erstmal begreifen, dass Angst aus Gedanken kommt. Das lernen wir normalerweise nicht, aber wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, und in den Schulungen machen wir das ja, dann begreift man, es ist mein Denken, das die Ängste erzeugt. Die Gefühle entstehen aus unseren Gedanken. Die Gefühle drücken das aus, was wir denken, und so schaffen wir unser inneres Gemüt. Und dieses Gemüt aus Gemisch, dieses ein Gemisch aus Gedanken und Gefühlen, das ist das, was wir als Persönlichkeit sind. Da unterscheiden wir uns alle
in unserem Ego. Das ist, wir könnten auch sagen, das ist unser kleines Ich, unser Ego in dieser Seelenwelt. Jetzt gar nicht negativ, sondern das ist das, wie wir sind, aber nur in der Seelenwelt. Und da unterscheiden wir uns alle voneinander. Das sind sozusagen unsere individuellen Persönlichkeiten. Das lebt in dieser Verstandes- und Gemütsseele. Und aus der heraus entsteht auch natürlicherweise Egoismus. Das ist ganz normal. Fürs Überleben ja in einer positiven Art und Weise auch notwendig. Was der Verstand, was das Denken tut, und das ist auch interessant, dass es in der Seele, in unserer Seele, in einem ganzen Seelenleben, in einem ganzen Seelenleben, gibt es im Wesentlichen zwei Kräfte, zwei Arten von Kräften nur. Und auch das lernen wir nirgendwo in der Schule oder Psychologie, sondern es kommt aus dieser tiefen spirituellen Erkenntnisse. Das eine sind einfach Begehrenskräfte und das andere sind Urteilskräfte. Aus dem Denken heraus kommen wir zu Urteilen. Und deshalb gibt es Menschen, die eher polarisiert sind im Denken. Das sind viele, das sind starke Denker, die stark im Urteilen immer sind und stark im Urteilen verlässliche Urteile fällen können. Und dann gibt es die Menschen, die eher im Fühlen sind, in diesem Begehren auch. Und das sind halt Menschen, die im Fühlen stark sind, die sich leichter tun eventuell mit Empathie und diesen Dingen. Und wir müssen wissen, dass es beide Arten von Kräften gibt und dass es Polaritäten sind und dass es Schwerpunkte gibt bei den einzelnen Menschen. Und wenn man das auch weiß, dann kann man selber feststellen, wo stehe ich denn und wo will ich eventuell hin? Will ich das andere mehr lernen? Will ich das mehr meistern? Und das Urteilsvermögen, das ist etwas ganz Wichtiges. Das ist das, was sozusagen in dieser Verstandesseele entsteht. Da greift eine Instanz ein, die sagt, ich will jetzt darüber urteilen, was das ist. Ja, also wenn ihr dann morgen Abend mal einen Spaziergang macht zum Untersberg, weil morgen Abend fliegen wieder UFOs. Ja, dann schaut mal hin und wenn ihr dann sowas fliegen seht, dann bitte nachfragen, ein Urteil bilden. Was ist das jetzt für ein UFO? Ist es ein Flugzeug? Ist es ein Satellit? Ist es nur die Venus, die da flackert? Der Saturn ist jetzt wieder gut zu sehen, habe ich gehört, Jupiter auch. Oder ist es ein echtes UFO? Ja. Es ist ja, wenn eine Sonde fliegt, ist es für uns auch ein UFO, weil solange wir nicht wissen, was es ist, ist es für uns unbekannt. Solange wir nicht wissen, was es ist, ist es ein unbekanntes Flugobjekt. Und dieses Unbekannt macht uns in der Seele Angst. Deshalb haben wir als Menschen immer ein Bestreben, ich möchte wissen, was das ist. Und dazu brauchen wir unseren Verstand. Deshalb haben wir den, und das lebt in der Verstandesseele. Der gibt so lange keine Ruhe und der feuert uns so lange an, bis er sagt, jetzt habe ich eine Antwort. Und wenn es Jahre dauert. Also das Urteilsvermögen ist ganz wichtig, das uns auch vom Tier unterscheidet. Also das denkerische Urteil, das findet in der Verstandesseele statt. Wir haben in dieser Empfindungsseele, hat das Tier auch ein Urteilsvermögen, aber das ist der Instinkt. Dieser Instinkt, wie ich vorhin gesagt habe, ist das unmittelbare Urteil. Nee, die Milch, die schmeckt mir nicht. Die Katze riecht da dran und rümpft die Nase. Jeder, der Katzen kennt, weiß, wie sich Katzen dann abwenden von einem Essen, das sie nicht mögen. Ja? Wenn sie an, das ist jetzt keine Werbung, an Whiskas gewöhnt sind, dann lehnen sie KitKat ab. Wahrscheinlich, weil da bestimmte, weiß ich jetzt nicht, auch nur eine Spekulation, gewisse Geruchsstoffe drin sind oder Geschmacksstoffe, an die die Katze gewöhnt wurde. Also das aber nur Spekulation. Aber ein Tier spürt das unmittelbar und das ist auch ein Urteilsvermögen, aber nicht aus dem Denken, sondern aus dieser doch höheren Instanz des Instinktes beim Tier. Das sind Tiere einfach gut. Und deshalb gibt es ja auch Menschen, die möchten gern back to the roots, ne? Zurück zum Alten, zu den guten alten Zeiten, als wir noch Tiere waren, ne? Als wir noch den Instinkt hatten. Ja, wir haben den Instinkt verloren, also müssen wir ihn wieder gewinnen. Und sie denken nicht drüber nach, dass sie uns dann wieder zum Tier machen wollen. Nein, es geht darum, den Instinkt zu verlassen und mehr Mensch zu werden und ein Urteil aus dem Denken sich zu bilden. Das ist ein höherer Instinkt. Aber das ist auch etwas, was gerade in der heutigen Zeit so spannend ist, dass Menschen glauben, sie würden denken. Dabei sind es nur Gedanken. Es hat mit Denken gar nichts zu tun. Denken ist was ganz Geheimnisvolles. Können wir auch heute nicht lösen, das Rätsel. Ist wirklich geheimnisvoll. Und dann meinen sie, sie würden denken. Aber wenn sie mal wirklich denken würden, würden sie merken, ja, das ist unsinnig, zurückzugehen zum Instinkt. Da lebt in ihnen eine Emotion, aber was anderes, aber kein sauberes Denkurteil. Und da kommen wir dann nachher drauf, zum
wenn wir dann heute über den letzten Teil unserer Seele sprechen. In dieser Empfindungsseele, ja, die uns das tierhafte Astrale bedeutet, da interessieren keine Gedanken, da interessiert die unmittelbare Lebendigkeit, dieses Dolce Vita. Ne? Und deshalb auch schon die Frage, die jetzt dann beantwortet wird, was ist das für ein Seelenleben der Italiener? Ja, was ist das, diese italienische Volksseele? Ist sie speziell von etwas geprägt? Ja, von der Empfindungsseele. Die Italiener, das italienische Volk hat eine spezielle Aufgabe in der Welt. Jedes Volk, das ist das Schöne, hat eine spezielle Aufgabe, einen Beitrag zu leisten. Das sollte jedes Volk wissen. Das sollte man spätestens in der 4., 5. Klasse Volksschule wissen, in welches Volk man hineingeboren ist. Und wenn man dann das Leben in Italien anschaut, dann ja, sagt man, das ist empfindungsgetrieben. Diese Fähigkeit, Mode herzustellen, diese Ästhetik, ja, das Dolce Vita, das Sinnesleben, das ist Empfindungsseele. Und deshalb wissen wir, dass wir eben die Empfindungsseele auch studieren können an der italienischen Volksseele, am italienischen Volk. Wo es jetzt nicht primär darum geht, nachzudenken, sondern das Leben zu leben mit aller Freude, unmittelbar. In dieser Empfindungsseele lebt auch etwas, was wir gut kennen, das ist der Zorn, der sogenannte heilige Zorn. Der kommt noch nicht aus dem Bewusstsein, der ist einfach da, Gerechtigkeitsempfinden. Und dann agiert man einfach, dann poltert man los. Und das ist auch, wenn man so am Strand in Italien sitzt und schaut, wie die Italiener ihre Kinder erziehen, es ist faszinierend, das ist ein unmittelbarer Ausdruck auch. Und bitte, das ist keine Bewertung, das ist nur sachliche Beschreibung. Ja? Das Kind benimmt sich irgendwie nicht artig, der Vater geht hin, gibt ihm eine Ohrfeige und dann tut er sofort knuddeln. Das ist unmittelbare Empfindung, ja? Und das ist weder schlecht noch gut, sondern das ist einfach die Art und Weise, wie man aus der Empfindungsseele unmittelbar ein Kind erzieht. Das ist, mag sogar, man muss ja immer vorsichtig sein heute in der heutigen Zeit mit der politischen Korrektheit, ne? Dass man sagt, es mag sogar gut sein für das Kind. Das darf man ja bei uns in Deutschland nicht sagen, weil jede Art von Gewalt ist ja verboten und schon strafbar. Seelische Gewalt noch nicht und geistige Gewalt auch noch nicht. Vielleicht ergibt sich mal eine Partei, die sich dem Thema annimmt, die sagen, wie ist es denn mit geistiger Gewalt? Also Lüge zum Beispiel, kann das auch bestraft werden und so weiter. Das sind ja Dinge, die teilweise ja schon der Fall sind, aber seelische Gewalt, da haben wir kein Strafrecht dafür, für körperlich schon. Aber an solchen lebendigen Beispielen kann man sehen, wie Empfindungsseele sich unmittelbar in einem Volk ausdrückt. Diese unmittelbare, naturnahe, impulsive Lebendigkeit des Lebens. Und was da eben lebt, ist das auch, wo man normalerweise sagt, aha, ich entscheide aus dem Bauch. Das ist genau Empfindungsseele, weil das ist Instinkt. Und da gibt es ja wunderbar viele, unglaublich, ja wahrscheinlich schon Millionen Menschen in der Welt, die empfehlen, entscheide aus dem Bauch. Kommt immer mehr. Und sie verwechseln immer Bauch und Herz und Kopf und wollen uns wieder zurückbringen zu einem Bauchempfinden, das eigentlich in der Empfindungsseele sitzt. Und das ist kein Weg für den Menschen, aus dem Bauch herauszudenken. Aber auch da wird halt zu wenig gedacht. Da lässt man halt den Bauch denken. Und der Bauch ist ja vielleicht auch egoistisch. Der ist dann vielleicht noch stärker als der Kopf. Der Kopf tritt zurück, weil man empfindungsmäßig geprägt ist. Und dann sagt der Bauch, lass mich mal denken. Und dann sagt der Mensch, ja, ist eh einfacher. Und dann muss ich es nicht selber tun. Ne? Das ist überhaupt das große Thema. Also diese italienische Mentalität hat in ihrer Dominanz, was nicht heißt, dass die anderen Qualitäten nicht da sind, aber das italienische Volk lebt sozusagen uns die Empfindungsseele vor. Und das hat dann seinen Grund, warum Menschen in einem solchen Volk geboren werden. Und wie gesagt, keine Bewertung ist das, denn wir wissen aus dem Weltenplan, den ich heute jetzt nicht dabei habe, dass es ja Kulturentwicklungen gibt, Epochen, die sogenannten platonischen Weltenmonate, wo wir eben gelernt haben aus dem Weltenplan heraus, dass jede dieser Epochen genau die Entwicklung eines bestimmten Elementes in der Menschheit bedeutet. Und es gab ein Zeitalter der Empfindungsseele. Und das war die Zeit um 3000 vor Christus bis 700 vor Christus etwa, die sogenannte altägyptische Epoche,
die ägyptisch-babylonische Epoche. Das war das Zeitalter der Empfindungsseele, ganz wichtig für die Menschheit. Und als Vergleich kann man, und deshalb wissen wir heute, dass eine gewisse Wiederholung stattfindet, auch immer wieder eine Erneuerung. Und deshalb lebt im italienischen Volk dieses ähnliche Element, das früher in einer anderen Kultur als ägyptisch-babylonische Kultur gelebt wurde. Und das Interessante ist ja, wenn man dann schaut, was haben die damals für ein Staatssystem gehabt, ne? Was für ein Herrschaftssystem, das war die Theokratie. Der wirkliche Pharao war sowohl weltlicher Herrscher wie der Oberpriester. Hat sich dann später gespalten, aber Theokratie heißt, der Herrscher, der politische Herrscher ist gleichzeitig der religiöse, geistige Herrscher. Und wenn man nach Italien schaut, im Land der Empfindungsseele, kann ja nur dort wieder ein Staat entstehen, in dem die Theokratie nochmal gelebt wird, ne? In Rom. Also ein Vatikan kann nur in Rom entstehen. Es kann nur irgendwie in Italien entstehen, weil das ist das Element der Empfindungsseele und das war früher die Theokratie. Also wir sehen hier einen gewissen Geschichtszusammenhang. Wir sehen, wie alles ineinander verwoben ist und wie sich Dinge wiederholen, auf einer neuen Art wieder zeigen. Theokratie konnte nur in Rom entstehen. Das ging nicht anders. Jetzt können wir die Frage stellen, welches Volk lebt denn diese Verstandes- und Gemütsseele? Und es wird jetzt schon etwas schwieriger, weil das muss man irgendwie versuchen, jetzt zu charakterisieren, wie man diese Verstandes- und Gemütsseele festnageln kann. Das erste ist der Verstand. Wir kennen den berühmten Begriff Schubladendenken. Das ist die Aufgabe auch des Verstandes. Wenn man etwas benennt, muss man es unterscheiden und man muss eben in seine geistigen Schubladen, also jeder von uns hat ein paar Millionen Schubladen in seinem Geist, also bitte nicht den eigenen Geist und das Gehirn unterschätzen, weil jeder von uns hat Millionen von Schubladen oder vielleicht Hunderttausende oder Zehntausende. Je nach Bildung oder Lebenserfahrung. Und in jeder Schublade steht was drin. Da ist ein Zettel drin. Das ist eine Giraffe und das ist ein Schimpanse und das ist ein Mensch. Ja, das sind alles Schubladen. Und der Verstand muss ja als Organ permanent eigentlich auf die Schubladen ständig aufziehen, wenn wir irgendwo rumlaufen. Ihr müsst euch mal vorstellen, was eigentlich unser Geist leistet, wenn wir so spazieren gehen durch eine Stadt oder irgendwo oder durch einen Wald. Und jedes Mal, wenn wir was sehen, unser Verstand aufgefordert ist, schau mal in der Schublade nach, was das ist. Ja, das ist ein Kaninchen und das ist ein Hase. Weiß man sofort den Unterschied, klar. Als Biologe schon, wir nicht. Wir sehen, da hoppelt etwas. Wir wissen, dass ein Hase ist, kann aber auch ein Kaninchen sein. Ja, das heißt für uns aber Hase, genau. Also packen wir Hase und Kaninchen in eine Schublade. Nur der Biologe, der sagt, nee, entschuldige bitte, das sind zwei ganz verschiedene Tiere, kommen zwar aus derselben Gattung. Wusstet ihr, wie viele verschiedene Flechtenarten es hier im Salzburger Land oder hier nur in unserer Region, wie viele Flechten? 1000 verschiedene Flechtenarten. Und es gibt Spezialisten, die kennen. Da muss man allein schon in Bezug auf Flechten 1000 Schubladen haben. Das ist eine gewaltige Leistung. Wir sollten dankbar sein für ein solches Instrument, den Verstand, der uns permanent als Festplatte oder als Zugriff auf Festplatte in einer unglaublichen Geschwindigkeit immer die richtige geistige Schublade aufzieht. Also, das ist ein Merkmal des Verstandes und der Verstandesseele und der wichtige Begriff dafür ist Lexikon. Ja, ich brauche ein Lexikon. Das zweite typische Element ist Grammatik in der Sprache. Je strukturierter die Sprache ist, desto verstandesmäßiger ist die lateinische Sprache ist zum Beispiel. Ich habe sie selber nicht studiert, aber das kann man sehen. Die lateinische Sprache ist eine intellektuelle Sprache, eine Verstandessprache. Ja, also das ist ein Element, die Grammatik und die Sprache, wenn sie klar strukturiert ist, ist ein Zeichen davon. Und alles, was eben mit klarer Ordnung zu tun hat, in Bezug auf den Verstand, aber immer gemischt mit der Emotion, mit dem Gefühl, mit der Gemütsseele, mit dem Gemüt. Und die äußere Welt eben rational zu erklären, aber immer dabei noch das Gefühl dabei zu haben, die Ästhetik auch dabei zu haben. Gefühl kann man ja sagen, die Romantik auch und so weiter, aber uns aufzuklären über das, was ist verstandesmäßig, das ist ein Element von der Gemüts- und Verstandesseele. Auch wenn man jetzt das römische Recht anschaut, ja, dann lebt da drin auch dieser Intellekt, dieser Verstand
Und deshalb wissen wir ja auch aus dem Weltenplan, dass die Zeit von 700 vor Christus bis 1400 nach Christus, das war die Zeit der Gemüts- und Verstandesseele. Das heißt, die Römer und die Griechen haben die ganz extrem gelebt und für die Menschheit entwickelt. Und wenn man dann hinschaut, dann sieht man schon Griechen und Römer, Gemüt und Verstand. Und zwar Verstand jetzt, Gemüt eher in der Kunst, Verstand im römischen Recht, in der Juristerei, die wir heute immer noch haben. Wir haben immer noch im Wesentlichen römisches Recht. Aber bei den Griechen natürlich auch der Verstand in Bezug auf die ganze Entwicklung der Wissenschaft über Aristoteles und der Philosophen. Aber es war immer verbunden mit der Kunst. Es war nie das Denken alleine, sondern die griechische Kultur war geprägt von Kunst. Ja, und das hat etwas mit Gemüt zu tun. Also das Rechtssystem ist ein Element des Verstandes auch, und zwar ein klar strukturiertes Rechtssystem. Also jetzt müssen wir nach einem Volk schauen, das Schubladendenken liebt, im positiven Sinne, das ein klar strukturiertes Recht und vielleicht eine klar strukturierte Sprache hat und trotzdem dabei noch irgendwo romantisch, ästhetisch und gemütshaft emotional ist. Wo gibt es denn sowas? Ja? Wer hat denn die Enzyklopädie erfunden? Das waren die Enzyklopädisten. Wer hat denn Aufklärung erfunden im Zeitalter der Aufklärung? Das war dasselbe Volk, nämlich die Franzosen. Wer hat denn eine klar strukturierte Grammatik und Sprache? Die Franzosen. Wer lebt denn römisches Recht? Wer hat denn als Napoleon den Code Civil ins Leben gerufen? Ja, die Franzosen. Das heißt, wir sehen, wenn wir jetzt Verstandes- und Gemütsseele anschauen, das französische Volk lebt ganz stark dieses seelische Element. Deshalb gab es einen Descartes, René Descartes, der angefangen hat, eben hier von Verstand und Seele zu sprechen oder von Denken und Fühlen und sie zu trennen. Ja, das typische Merkmal auch dafür, aber vor allen Dingen eben diese Rationalität zu bringen. Ist ja dann auch in die Mathematik eingeflossen, in die Arithmetik. Also wir sehen, wir können das gut nachvollziehen, auch dass es in der französischen Dichtkunst ganz feste Regeln gab, wie man dichtet und wie man Dramen schreibt und so weiter. Also dieses Element, daraus ergibt sich wahrscheinlich auch dieses zentralistische System, was ganz stark ins Rechtsleben geht. Deshalb hängt das französische Volk ganz stark mit dem sogenannten Rechtsleben in der Dreigliederung zusammen. Und deshalb sind die Franzosen auch ein sehr stark politisches Volk, weil es ihnen um das geordnete Recht geht, das sich aus dem römischen Recht heraus entwickelt hat. Die Franzosen sind ja eine romanische Kultur, keine germanische. Ganz wichtig zu unterscheiden. Und trotzdem gehört immer das Gemüthafte, das seelische, emotionale dazu. Und ich meine, eine Nouvelle Cuisine ist kein trockener Stoff, ne? Und die französische Sprache ist auch ästhetisch. Die französische Sprache ist eine wunderschöne Sprache. Die ist keine rein intellektuelle Sprache, aber sie hat in der Struktur das drin. Aber im ganzen Klang ist sie dann sehr emotional und gemüthaft, so wie ich das empfinde. Und dann gibt es noch den Begriff der Volonté Générale in Frankreich. Das ist der allgemeine Volkswille. Das brauchen wir dann, um nachher das andere Element zu unterscheiden. Das heißt, man spricht da von einem allgemeinen Volkswillen, nicht so sehr von einem einzelnen Willen des einzelnen Menschen. Das war der Begriff von Rousseau. Also das war das zweite Volk, das eben dieses zweite Element unseres Seelenlebens repräsentiert. Und das ist für uns insofern wichtig, weil gerade jetzt in der heutigen politischen Situation wir sehen, dass jetzt auch mit dem Brexit der Engländer etwas passiert und jetzt, was in Frankreich wieder passiert oder in Österreich, es brechen die politischen Strukturen auf, weil sich irgendetwas ordnen will. Ja, es kommen wieder Nationalismen auf, die teilweise sehr einseitig sind, aber etwas Berechtigtes haben, nämlich zu sagen, wir sind ein bestimmtes Volk und da müssen wir unterscheiden vom Staat. Es geht nicht um den Staat, sondern um das Volk. Das Volk lebt über die Volksseele und den Volksgeist einen bestimmten Seelencharakter. Und in einem Symphonieorchester kann ich nicht sagen, du bist die Wichtigste, auch wenn du die erste Geige bist. Es gibt viele erste Geigen. Aber ich kann nicht das Cello ersetzen durch einen Kontrabass. Das geht nicht. Ich brauche den Kontrabass und die Tuba und die Oboe und die Klarinette, wenn ich ein Symphonieorchester haben will. Und jedes Instrument
spielt seine eigene Rolle. Damit eine wunderbare Symphonie entstehen kann, muss jedes Instrument seine Rolle spielen und jedes Instrument hat seinen Wert. Es gibt zwar, das weiß ich hier aus der österreichischen Kultur, der Musiker, dass die Violinisten eher über die Bratschisten herziehen. Ja, das ist so eine alte Tradition. Ja. Die Violine und die Bratsche, das ist so ein ewiger Kampf zwischen den beiden. Also die Bratsche ist dann nicht so sehr angesehen bei den Geigern. Und das ist etwas, was wir dann im Nationalismus haben, der sagt, ich bin besser wie du. Nein, keiner ist besser wie der andere. Das ist nämlich egoistischer Nationalismus. Gesunder Patriotismus heißt, ich lebe einen ganz bestimmten Geist, ein bestimmtes Seelenelement, besser gesagt. Und das ist meine Aufgabe, das im Symphonieorchester der Nationen zu spielen und nicht eine Rolle zu übernehmen, die mir nicht zusteht. Oder dem anderen zu sagen, ich brauche dich nicht oder ich bin besser wie du. Und wenn wir von Europa sprechen, dann ist klar, wo das Ziel hingehen muss, zu einem Symphonieorchester, aber nicht zu einer Europäischen Union, wo es kein Orchester mehr gibt, sondern vielleicht nur noch einen bürokratischen Dirigenten, der nur noch das Rechtsleben lebt und der Geist nicht mehr existiert. Das kann man anhand der Dreigliederung und dieser Seelenelemente wunderbar erkennen, wo eigentlich die Zukunft Europas hingehen müsste. Was aber nur geht, wenn die Menschen sich mit solchen Themen auseinandersetzen. Und jetzt kommen wir zur dritten Frage, was repräsentiert das englische Volk? Jetzt könnte man sagen, ja, die Engländer sind genauso wie die Franzosen und die Italiener. Nein, es ist ein völlig anderes Volk. Ja, und deshalb ist ja die spannende Frage, wodurch unterscheidet sich dieses Volk jetzt wiederum von den Franzosen zum Beispiel? Die lagen ja immer im Krieg. Ja. Was lebt in der englischen Seele? Das eine, was man dort, wenn man tiefer einsteigt, kann man das wahrscheinlich noch besser nachvollziehen, ist eine starke Individualität, eine starke individuelle Interessenvertretung. Das gibt es so nicht in der französischen Kultur, obwohl es so ein Rechtsstaat ist. Es gibt kein Land in der Welt, das noch ein Oberhaus hat, wo der Adel und die Kirche drin sitzt und das Königshaus im Grunde genommen. Das heißt, die Einzelvertretung des Königshauses gibt es eigentlich nur im Politischen in England. Die Vertretung des Adels immer noch in einem eigenen Parlament gibt es nur in England. Das ist eine Interessenvertretung von der Kirche genauso. Dass die Kirche im Oberhaus hier ganz bestimmte Sitze zur Verfügung hat und mitentscheidet politisch. Das heißt, wir haben ein starkes Element der Interessenvertretung, der individuellen Interessen und nicht diese Volonté générale. Also es geht im englischen Geist mehr um die Individualität, um den Einzelnen, um einzelne persönliche Interessenvertretung. Auch gerade dann, wenn man in den Nachfolger Amerika rüberschaut, in die Wirtschaft, worum geht es? Es geht darum, dass das Sozialsystem nicht so ist wie bei uns, sondern die Menschen müssen sich viel mehr individuell durchsetzen in der Gesellschaft. Sie werden nicht so viel sozial getragen wie bei uns. Siehe Diskussion in Amerika mit dem Krankenkassensystem. Der Einzelne ist verantwortlich für sein Leben, heißt es, und du musst dich wirtschaftlich durchsetzen. Warum? Weil aus dem englischen Geist der Darwinismus kommt. Das Recht des Stärkeren. Das ist das, was ganz stark dann auch einseitig lebt. Aber da geht es darum, dass der Einzelne sich durchsetzt im Leben. Das ist englischer Geist, angloamerikanischer Geist. Und das englische Reich war immer ein Handelsreich, das heißt, es geht um Wirtschaft. Es geht um wirtschaftlichen, materiellen Erfolg, ganz wichtig. Das Empire war der Weltherrscher wirtschaftlich. Ist es unterschwellig, vielleicht heute auch noch, zusammen mit Amerika so und so. Es bröckelt etwas ab, dank dem neuen Trumpf aus Amerika. Beginnt eine bestimmte Bewusstseinswerdung, dass nicht jeder sich dem unterordnen muss. Aber es entsteht aus diesem Zug zur Wirtschaft und zwar als Handelsweltmacht natürlich auch der Zug zur Weltherrschaft, was da ganz stark lebt. Also wir sehen, dass aus dem englischen Geist eine ganz starke Orientierung geht in Richtung Interessenvertretung des Einzelnen, Kampf oder Durchsetzen des Stärkeren, Recht des Stärkeren und vor allen Dingen im wirtschaftlichen, im materiellen Bereich. Das ist wichtig. Die Wirtschaft spielt eine zentrale Rolle in Amerika und England. Das Wirtschaftsleben ist deshalb dieses Thema der sozialen Dreigliederung. Bei den Franzosen ist eben das Rechtsleben stark ausgeprägt und in England das Wirtschaftsleben.
Und die Wirtschaft hat nur eine Aufgabe, nämlich materielle Versorgung der Menschen letztlich durch Produkte und Dienstleistungen. Und wenn wir jetzt weiterschauen, das Geldsystem ist in England erfunden worden. Die industrielle Revolution kommt aus England. Mit all ihren negativen Eigenschaften wie Manchester-Kapitalismus, Raubtierkapitalismus heute in Verbindung mit Geldsystem. Das ist sozusagen die negative Benutzung wertvoller Erkenntnisse aus der Naturwissenschaft. Die naturwissenschaftliche Revolution über Francis Bacon, die exakte Physik und das Experiment kam aus England. Das heißt, wir sehen im englischen Volk den Einzelnen, das Materielle, die Wirtschaft, die Technik im Vordergrund und nicht das Rechtsleben. Und ein deutsche Vita gibt es nicht in England in der Form. Und eine Nouvelle Cuisine, wenn man mal nach London fährt oder England und sucht eine englische, alle lachen schon, fängt schon beim Kaffee an. Das ist kein Thema in England. Eine italienische oder französische Küche in England ist nicht das Thema. Leute, wir sind Wirtschaftsleute. Das Essen können andere gut für uns machen und das holen wir uns aus dem Welt. Aber wir sind keine Köche. Ja, wir sind Handelsleute, wir sind Wirtschaftsleute, wir sind Welteroberer in der Materie. Das ist der angloamerikanische Geist. Da lebt in dieser Volksseele die Eroberung der Materie. Das ist das, was man da erkennen kann. The American Dream, ne? American Way of Life, ja? Bricht ja auch langsam zusammen, aber das Einzige, was eigentlich interessiert den Amerikaner, fängt mit B an und hört mit Ness auf, ne? Nicht Loch Ness, sondern Business. Ja? In diesem Business verschwindet zwar auch vieles wie im Loch Ness oder wird einiges versprochen, was nicht da ist, aber Business, es geht immer nur um Business, ja, um Business, um Wirtschaft. Es ist auch was Positives drin. Und was in England natürlich, was auch aus England kommt, ist der Leistungssport. Der sportliche Kampfgeist kommt aus England. Der Sport ist eigentlich in England erfunden worden. Aber immer im Sinne des Wettbewerbs. Das ist ja Kampf. Es ist Wettbewerb. Es gibt immer einen Sieger und einen Verlierer. Diese Win-Win-Situation ist nicht das Primäre, sondern der Kampf, wer gewinnt. Ja, der Einzelne muss sich durchsetzen. Und dieser Sportsgeist, ja, dieses Fair Play, geht immer im Rahmen des Darwinismus. Ne? Der Stärkere gewinnt trotzdem. Aber bis dahin spielen wir fair. Aber irgendwann werden wir unfair, nämlich dann, wenn wir nicht mehr rein den Verstand benutzen, sondern unsere Gefühle benutzen, um den anderen vielleicht mal auszutricksen. Aber das Fair Play ist eigentlich der sportliche Wettkampf und der gilt dann in der Wirtschaft auch. Geht zwar nicht immer so zu, aber im Grunde wird die ganze Wirtschaft als Konkurrenzkampf gesehen, als ein riesengroßer Kampf, wie ein Wettkampf in verschiedensten Gebieten. Wer gewinnt am meisten? Wer macht den meisten Rekord? Am besten wird man ein einziger Welthandelsunternehmer wie Amazon und ist das einzige Kaufhaus der Welt. Das wäre dann die Spitze. Das wäre sozusagen der höchste Individualismus, wenn es nur noch ein Handelsunternehmen gibt. Ne? Und Amazon ist auf dem halben Weg dahin. Ne? Weckt aber andere auf. Aber die Frage, wie viel man da noch wecken kann. Also die Frage ist, was lebt denn da im englischen Volk? Was für ein Seelenleben ist das denn? Wie können wir das nennen? Was ist das? Wie es so schön heißt bei den Engländern, my home is my castle. Ne? My home is my castle, mein Zuhause ist meine Burg. Was sagt man damit aus? Ja? Bei uns in Deutschland ist es anders, sind dann die Gartenzwerge, die repräsentieren einen eingezäunten Garten, aber das typisch Englische ist, my home is my castle, das heißt, ich brauche meine eigene Burg, meine Individualität. Ja? Und das Ich wird grundsätzlich I, ein einzelner Buchstabe wird immer groß geschrieben. Und das Einzige, was groß geschrieben wird, ist British und Empire und solche Dinge oder Queen. Also wir sehen, und dann ist man aber bei all dem natürlich in England, jede Art von Schrulligkeit ist zugelassen, weil die Schrulligkeit zeigt aus, dass es ein persönliches Individuum ist. Da ist alles zugelassen, alles erlaubt. Ja? Nur keine Nouvelle Cuisine, passt nicht. Also, was lebt da? Da lebt eindeutig das Element der Individualität. Und Individualität bedeutet auch Abgrenzung. Und da sind wir jetzt in der Philosophie auch ein großer Unterschied zur deutschen Philosophie des 18. 19. Jahrhunderts, des deutschen Idealismus. In England gibt es praktisch nur den Empirismus, die praktische Erfahrung, das ist das Wichtige. Der Italiener lebt das Sinnes
das reine Sinneserleben, das Dolce Vita, und der Engländer ist mehr der Beobachter, der aus der Beobachtung dann das wissenschaftliche Experiment macht und den Markt beobachtet und dann zuschlägt. Ja, und daraus seine Erfahrung macht in der Praxis. Aber es geht ihm nicht um den Sinnesreiz und das Sinnesempfinden, sondern um die Beobachtung und aus der Beobachtung heraus ganz klug seine Vorteile zu ziehen für das eigene Individuum. Und was da auch dann notwendig ist dafür, wenn ich heute in der Wirtschaft tätig bin, muss ich rechnen. Da muss ich berechnend sein. Ich muss eigentlich zunächst meine Emotionen rauslassen. Ich benutze zwar die Emotionen der anderen, um sie dann, dazu muss ich den anderen beobachten, ich benutze die Emotion des anderen, um wirtschaftlich Erfolg zu haben. Aber ich selber muss eigentlich schauen, dass ich ganz klar sehe, dass ich keine Emotionen reinbringe, weil das ist eine Gefahr, wenn ich im Geschäftsleben bin und einfach nur aus dem Bauch oder aus der Emotion heraus handle. Nein, da gehört schon der klare Verstand, der in der Verstandesseele entwickelt wurde, der gehört da schon dazu. Nur der darf jetzt nicht mehr getrübt sein durch das Gemüt. Da muss die Emotion rausgelassen werden. Das ist das Wesen zunächst einmal der knallharten, nüchternen Wissenschaft. In der Wissenschaft ist Gefühl nicht erlaubt. Im Rechnen in der Wirtschaft eigentlich auch nicht. Da zählt der Markt. Der Markt entscheidet. Die Technik, die Materie, die materielle Existenz, die entscheidet, wie ich hier erfolgreich sein kann. Und was deshalb ganz stark lebt, ist dieses Element der Wahrheit, und zwar unabhängig vom persönlichen Gefühl, unabhängig vom Gemüt. In der Verstandes- und Gemütsseele sind permanent Denken und Fühlen miteinander verquickt. Da kann ich eigentlich nicht nüchtern handeln. Dagegen dieser englische Wirtschaftsgeist, Handelsgeist muss nüchtern denken, völlig klar nur denken. Und das ist eine neue Instanz in unserem Seelenleben. Und die hat dann einen Namen, weil sie sich völlig unterscheidet noch von der Verstandes- und Gemütsseele, weil das Gemüt eben rausgenommen wird. Der Mensch geht zunächst mal ins reine Denken und sucht die reine Wahrheit nur im Denken. Und diese Fähigkeit, diese Wahrheit nüchtern zu denken, und aus der Nüchternheit, da kommen wir dann nachher zum anderen Aspekt heraus, den wirtschaftlichen Erfolg, die materielle Existenz zu sichern, dieses macht euch die Erde untertan, bekommt auf einmal da einen Sinn. Dieses Leben, dieses wache Bewusstsein, das Bewusstsein auch rauszutreten aus dem Gefühl und in einem reinen individuellen Bewusstsein zu sein, wo ich das Denken ganz nüchtern benutze, das nennt nun die Geisteswissenschaft als drittes Glied im Seelenleben die Bewusstseinsseele. Die Bewusstseinsseele ist der dritte Seelenorganismus im Menschen. Und den lebt das englische Volk. Und diese Bewusstseinsseele ist das Seelenglied in uns, wo unsere Freiheit entsteht. Denn da beginnt der Mensch, seine Individualität zu erobern. Das heißt, seine Freiheit auch. Und Freiheit entsteht nur, und da schließt sich der Kreis mit dem Neuen Testament, ich schicke euch den Geist der Wahrheit und der wird euch frei machen. Dieser Geist der Wahrheit, der einen frei macht, der lebt in der Bewusstseinsseele, noch nicht in dieser Verstandes- und Gemütsseele, weil da hängen immer noch unsere Emotionen dran und die lassen uns nicht klar denken. Das heißt, das Element dieser Bewusstseinsseele ist vor allen Dingen Bewusstsein, aber nicht Bewusstsein jetzt einer Empfindung, sondern Bewusstsein des Bewusstseins, kann man sagen. Das Bewusstsein wird sich hier bewusst. Das ist ein neues Element, das rausgeht aus dem Fühlen ins reine Denken hinein. Da komme ich dann gleich noch darauf zurück. Und vor allen Dingen geht es darum, in dieser Bewusstseinsseele, dass wir hier unsere Individualität voll ergreifen. Da müssen wir frei werden, individueller, schrulliger, einzigartiger, eigenartiger Mensch werden. So wie wir sind und wie kein anderer. Das bedeutet Bewusstseinsseele und das bedeutet natürlich, hat natürlich riesige Konsequenzen, weil das zunächst einmal Ich-Werdung oder Individualität zu werden heißt, ich muss mich vom anderen abgrenzen. Also ist dieses Element, dieser Abgrenzungseffekt etwas ganz Wichtiges in der Bewusstseinsseele. Deshalb gibt es keine Volonté générale wie in Frankreich, sondern es gibt halt das Recht des einzelnen Individuums, die Durchsetzung des einzelnen Individuums und die Interessenvertretung des einzelnen Individuums.
Und wahrscheinlich konnte eine solche Bewusstseinsseelenentwicklung, die für uns, für die ganze Menschheit vom englischen Volk durchgeführt. Das englische Volk hat da eine ganz wichtige Rolle in der Menschheit, dass sie nämlich für uns diese Kraft entwickelt, die Materie zu erobern und uns dort auch wirtschaftlich, finanziell und körperlich durchzusetzen. Weil das nämlich unsere Individualität fördert. Das ist Aufgabe des englischen Volkes. Und aus dem heraus leitet sich leider eben ein Weltherrschaftsanspruch ab im Politischen, über den ich öfters gesprochen habe, der aber nicht berechtigt ist. Ja, ein Weltherrschaftsanspruch ist was anderes, als ich diene der Welt in der Entwicklung dieses Elementes. Aber diese Aufgabe konnte wahrscheinlich nur von einem Volk entwickelt werden, das eben isoliert ist, weil es geht um Isolierung. Und deshalb ist England eine Insel. Das ist wahrscheinlich wirklich geografisch notwendig gewesen, dass ein Volk nur der Träger in der Menschheit dieser Bewusstseinsseele ist, wenn es auf einer Insel lebt. Und deshalb ist dieser Brexit weder eine Katastrophe, sondern eventuell eine ganz natürliche und zum Glück wahrscheinlich gute Entwicklung, dass sich wieder etwas trennt, was nicht dazugehört, nämlich in einer Eigenständigkeit dieses Mitteleuropa freier gibt. Also wir erleben etwas im Moment, kann ich nur sagen, etwas Faszinierendes. Ja? Ich habe in meinen Vorträgen immer aufgezeigt, dass wir uns endlich zu lösen haben von dem Amerikanismus und diesen eisernen Vorhang durchbrechen müssen, in dem Mitteleuropa sich selbstständig macht, mit Deutschland im Herzen. Und Westeuropa beginnt sozusagen ab England oder vielleicht schon vorher. Wenn man immer von Westeuropa spricht in der Welt, meint man immer vom Osten aus gesehen. Aber wir hier in Deutschland haben ein Westeuropa und ein Osteuropa. Wir sind Mitteleuropa. Und in allen Diskussionen in der Öffentlichkeit kommt Mitteleuropa nicht vor. Man trennt die Welt in Ost und West und die Mitte geht unter. Deutschland ist schon zweimal untergegangen oder dreimal im Dreißigjährigen Krieg, weil die Mitte sozusagen eingenommen wird vom Osten und vom Westen. Und Dreigliederung in der Menschheit bedeutet, dass es wirklich drei große organische Gebiete gibt, nämlich Asien, Amerika mit England, den Westen, den Osten und in der Mitte dieses berühmte Mittelerde, ja, wo der Kampf um die drei Ringe geht. Mitteleuropa, ja, das ist das, was jetzt eigentlich stark werden muss als Träger, ich komme gleich noch drauf, eines anderen Elements. Und jetzt geschieht der Brexit und der neue Trumpf löst sich und gibt auf einmal einer deutschen Bundeskanzlerin die Möglichkeit zu sagen, jetzt lösen wir uns. Also wir sehen auf einmal, dass sich zwei Elemente lösen, die sich lösen müssen. Und wenn wir das aus diesem spirituellen Wissen heraus anschauen, dann können wir sagen, es ist interessant, was da passiert, es ist gut, was da passiert. Weil das muss sein. Das, sonst kann Mitteleuropa nicht seine Aufgabe übernehmen, über die ich gleich auch noch reden werde in Bezug auf das Seelenleben. Also, das ist jetzt dieses dritte Glied, dass wir diesen dritten Seelenorganismus, den wir Bewusstseinsseele nennen. Und jetzt ist die Frage, was ist jetzt noch dieses Element der Bewusstseinsseele? Und da kommt ein wichtiges Begriff für uns, nämlich ein wichtiger Begriff, das Selbstgefühl. Weil für meine Individualität, damit ich mich als einen einzelnen, freien Menschen fühle, brauche ich ein Selbstgefühl, ein Ich-Gefühl. Und das ist gerade auch das Element der Bewusstseinsseele, dass der Mensch durch sein Leben, durch diese Bewusstseinsseele ein starkes Ich-Gefühl entwickelt, ein starkes. Das Ich muss stark werden, der Mensch muss stark werden in seiner Freiheit, in seiner Eigenverantwortung, in seiner Selbstständigkeit. Und deshalb diese Ellbogengesellschaft, dieser materialistische Geist, das gehört alles dazu. Das ist ein Schulungsprozess. Das dürfen wir gar nicht nur negativ sehen. Das gehört dazu, dass wir Menschen lernen, stark zu werden. Dass wir uns lernen, auch abzugrenzen. Weil wenn wir dauernd vereinnahmt werden und manipuliert werden, dann sind wir nicht stark. Und deshalb muss man aus der Geisteswissenschaft die Dinge immer ganz sachlich sehen und nichts verurteilen und zu schnell beurteilen durch irgendwelche politischen Diskussionen, weil die Politik ist an der Oberfläche. Im Hintergrund ist immer das Spirituelle. Und wir leben jetzt nach 1413 eben nicht mehr im Verstandes- und Gemütsseelenzeitalter, sondern im Bewusstseinsseelenzeitalter. Das ist eine völlig andere Epoche. Und deshalb ist der englische merkantile Geist so wichtig, der uns herausfordert, die materielle Existenz zu sichern. Warum? Weil wir uns fragen müssen, woher kommt unser Selbstgefühl? Woher kommt denn das Gefühl,
dass ich ein Ich bin, ein Individuum. Und da kommt die ganz trockene, nüchterne Aussage aus der Geisteswissenschaft, durch deinen materiellen Körper. Nur durch den Körper kriegst du dieses Gefühl der Abgrenzung, dass du ein Ich bist. Da wird dir dein Ich bewusst. Und jetzt sehen wir den Zusammenhang mit England und Welthandel und so weiter. Es geht um die Materie. Die Materie schenkt uns die Freiheit. Die Materie, unser materieller Körper, gibt uns unser Ich-Gefühl. Und deshalb ist er mit das Wichtigste in dieser Zeit. Und die Wirtschaft, das Wirtschaftliche, das Materielle ist so wichtig. Jetzt kann man den Körper natürlich überbetonen, dann kriege ich Extremsport, ja, dann kriege ich Fitnesswahn. All diese Wahnvorstellungen, den Körper über alles zu stellen, den Körper wertzuschätzen in diesem Sinne, dass er das heiligste Instrument ist, uns unser Ich-Gefühl zu geben, das ist wichtig. Aber jetzt müssen wir ihn nicht so erhöhen, dass er zum Schluss das Einzige in unserem Leben bleibt. Weil das ist nämlich der Materialismus und dann entsteht die Weltherrschaft und all diese Dinge. Da müssen wir auch wieder gesund abgrenzen. Also wir sehen schon, dass das eine Berechtigung hat, dieser englische Wirtschaftsgeist mit unserem persönlichen Leben, weil diese Bewusstseinsseele bedeutet Eroberung der Materie. Ich-Gefühl durch unseren physischen Körper, Ich-Gefühl durch die Herausforderungen, die wir alle haben im Leben. Durch Studium, Arbeit, permanenter Existenzkampf, auch im Materiellen, das alles dient uns dazu, stark zu werden. Und es ist aber auch völlig klar, was natürlich die Konsequenzen dabei sein können. Also ein starkes Ich zu bilden, da braucht sozusagen ein Gefäß. Da muss ein Gefäß gebaut werden, gebildet werden und das ist die Bewusstseinsseele. Damit wir in unserem Seelenleben ein Skelett haben sozusagen, so wie hier den materiellen Körper, brauchen wir in der Seelenwelt auch ein starkes Gerüst, mit dem unser Ich sich stark bewegen kann in all den Seelenwelten, die es da gibt und in diesen Seelensphären und Seelenerfahrungen. Und das ist diese sogenannte Bewusstseinsseele. Das ist eigentlich, das Geheimnis der Bewusstseinsseele ist, dass sie eigentlich der materielle Körper in der Seelenwelt ist. Nehmt das mal mit als Begriff, sie ist der materielle Körper in der Seelenwelt, so komisch das klingt. Das ist das Seelengerüst, das Seelenskelett. Und das entwickle ich nur durch Erfahrungen in der materiellen Welt und durch klares Denken. Der Intellekt, ja, der ist entwickelt worden in der Verstandesseele, aber in der Bewusstseinsseele wird er jetzt voll benutzt. Dieses Wahrheitsdenken jenseits aller Gefühle, das ist erst im Zeitalter der Naturwissenschaft ab dem 15. Jahrhundert entstanden. Das gab es vorher nicht. Es war immer das Gemüt beteiligt. Und jetzt kommt das Wahrheitsdenken aus der Bewusstseinsseele, das wissenschaftliche Denken, das Wahrheitsdenken in aller Klarheit, in aller Strukturiertheit, in aller Exaktheit. Und diese Exaktheit, diese mineralische Exaktheit, erzeugt einen mineralischen Körper. Und zwar in der Seelenwelt. Und das ist die Bewusstseinsseele. Das gebe ich mal so als Bild mit, weil wir lernen das in der Geisteswissenschaft auch, dass die Bewusstseinsseele wirklich das ist, mit meinen Worten, der materielle Körper, der Struktur und Halt gibt in der Seelenwelt. Wenn man heute von Resilienz spricht, von Seelenwiderstandskraft, dann ist es die Bewusstseinsseele, weil die gibt einem Halt in der Seelenwelt. Wenn ich die nicht entwickle, dann beutelt es mich in jeder Lebenssituation. Und deshalb dienen all die Existenzkämpfe jetzt in dieser materiellen Zeit, in diesem Zeitalter des Materialismus, das wir jetzt haben, dazu, uns stark zu machen. Und so müssen wir das annehmen und so müssen wir dann, und da komme ich gleich noch drauf, wie wir miteinander damit umgehen müssen, aber für uns alle als Einzelne ist es wichtig zu verstehen, dass uns das dient. Und wenn ich das weiß, kann ich schon mal anders damit umgehen und brauche nicht jammern, schimpfen, sondern sagen, wo schult es mich, was zeigt es mir in meinem Leben? Das ist diese Bewusstseinsseele. Und was lebt jetzt in dieser Bewusstseinsseele? Es lebt das Ziel, sozusagen uns unserer Individualität, unserer persönlichen Ich-Wesenheit bewusst zu werden, sie zumindest für uns selbst zu erobern. Also das bedeutet, individuell zu werden und nicht aufgehen in der großen Masse. Die Individualität ist das Merkmal der Bewusstseinsseele. Und das bedeutet, dass wir uns unterscheiden müssen von anderen. Das führen ja manche schon dazu, dass jeder sein eigenes Modelabel kreiert. Ja, oder die Ich-AG ist ein wunderbares Beispiel. Die Ich-AG, jeder seine eigene Aktiengesellschaft. Das ist Bewusstseinsseelenzeitalter. Das kann nur im Bewusstseinsseelenzeitalter entstehen. Früher hätte man so einen Begriff, Aktiengesellschaft gab es und so nicht, aber früher wäre es undenkbar geworden, dass jemand seine Ich-AG ist.
Man hat immer miteinander gearbeitet. Ja? Dass wir uns unserer Einzigartigkeit bewusst werden. Dass wir selbstständig urteilen. Dass wir Urteile selber uns bilden. Alle, die wir hier sind, die ganze Menschheit, ist ganz begierig drauf, selber zu denken. Ne? Und ja, nicht sich vorgegebene Meinung geben zu lassen. Ne? Wir sind alle ganz gierig drauf, aktiv zu denken und uns unsere eigene Meinung zu bilden und uns zu informieren und nicht einfach irgendwelchen Informationen nachzuhecheln und sie sofort aufzunehmen. Ne? Sind wir alle ganz begierig, ganz geistig aktiv zu arbeiten. Ja? Ironisch gemeint, weil wir sind immer noch so bequem, es ist viel einfacher, wenn wir andere für uns denken lassen. Und deshalb sind wir so leicht manipulierbar, alle, die wir hier sitzen, immer noch. Vielleicht sind wir schon ein bisschen weniger. Aber Manipulation bedeutet Schwäche in der eigenen Urteilskraft. Und eigene Urteilskraft entwickeln heißt eigenständig selber denken, das ist Bewusstseinsseele. Und dazu brauche ich einen klaren Verstand und einen klaren Intellekt, ich muss unterscheiden können. Und diese eigenen Urteile sich zu bilden und dadurch nämlich auch Vertrauen zu sich selbst zu entwickeln, das bedeutet dann Selbstvertrauen. Bewusstseinsseele bedeutet dann Selbstvertrauen. Ich kann selber urteilen. Ich muss nicht dem Urteil eines Meisters, eines Gurus, eines Papstes, eines Priesters, eines Axel Burkert, eines Rudolf Steiner oder Buddha oder wem auch immer folgen, sondern das Urteil fälle ich in mir. Das bedeutet Bewusstseinsseele. Entscheide du selbst. Sich nicht von eigenen Meinungen manipulieren zu lassen, den eigenen Weg zu finden, dieses schöne Wort, sich selbst zu verwirklichen. Ja? Und das bedeutet letztens, frei zu werden. Zeitalter der Bewusstseinsseele ist Zeitalter der Freiheit. Und damit können wir jetzt verstehen, warum unsere Zeit so ist. Warum es das Zeitalter der Individualität ist und nicht der Masse. Obwohl die Masse immer noch benutzt wird, damit sie ja nicht individuell werden, die Menschen. Dass wir im Zeitalter der Freiheit sind, verstehen wir. Dass es aber ein Zeitalter des Materialismus sein muss und der Gefahr des Materialismus, wird uns auch klar. Und dann wird uns auch klar, warum wir immer schimpfen auf das Zeitalter des Egoismus. Weil wenn ich erstmal stark werden muss in mir, ist der Egoismus steht sofort vor der Tür. Aber man muss immer unterscheiden zwischen Ich-Werdung und Egoismus, Selbstsucht. Das sind noch zwei ganz verschiedene Dinge. Selbstliebe und Selbstsucht sind zwei verschiedene Dinge. Aber es muss erst einmal in die Ich-Stärke gehen. Und das ist das Zeitalter. Und da liegt die Gefahr des Egoismus. Die ist nicht unbedingt zwangsläufig damit verbunden. Ne? Und warum wir dann im Zeitalter des Materialismus leben, ist auch klar. Weil wir uns mit unserem Körper identifizieren, weil wir nichts anderes wahrnehmen als das Körperliche. Da hat die geistige Welt dafür gesorgt, dass wir nichts Geistiges mehr wahrnehmen. Deshalb identifizieren wir uns mit dem Körper und denken, es gibt nur noch die Materie. Das ist ganz normal. Und deshalb orientieren wir uns so stark aufs Materielle. Aber der Grund ist auch, warum die angloamerikanischen Völker eben so eine wichtige Rolle in der Welt spielen. Das haben wir jetzt auch verstanden. Warum sie die dominierenden Völker sind. Warum ein Weltherrschaftsanspruch daraus leider entstanden ist. Warum Naturwissenschaft und Technik im Moment die dominierende Rolle spielen und spielen müssen. Und warum die Wirtschaft eine dominierende Rolle spielt. Das ist jetzt, das verstehen wir, wenn wir wissen, was Bewusstseinsseele ist und dass wir im Zeitalter der Bewusstseinsseele leben. Und wir leben in einer Situation, wo alle diese Dinge klar sind, wo klar ist, dass wir auf Abgrenzung erstmal hinzielen müssen und sofort sehen, da liegt eine große Gefahr. Die Gefahr liegt nämlich, wenn wir uns alle nur abgrenzen, kämpfen wir alle im Sinne des Fair Play alle gegeneinander und töten uns alle, bis noch nur einer kann gewinnen. Ja? Dieser berühmte Film vom Highlander. Ja? Es kann nur einen geben. Das ist das Machtprinzip, das dann entsteht, wenn jeder sich abgrenzt. Das ist aber das Element der Bewusstseinsseele. Die Bewusstseinsseele ist nicht sozial. Sie ist sogar antisozial. Sie geht gegen das Soziale. Und deshalb muss in diesem Zeitalter auch eine Gegenströmung entstehen. Es muss was anderes dazukommen, damit wir als Menschheit uns nicht gegenseitig nur noch die Köpfe einhauen und uns gegenseitig alle bekriegen. Deshalb muss eine Gegenströmung entstehen, die gegen den Egoismus geht. Und die läuft unterschwellig schon und da steckt ein anderer Geist dahinter und den möchte ich zum Schluss auch noch ansprechen. Dieses Zeitalter der Freiheit ist die schöne Botschaft, wir dürfen frei werden.
Die blöde Botschaft ist, wir müssen die Eigenverantwortung übernehmen. Immer wieder dasselbe. Schöne Botschaft, schlechte Botschaft. Und dann stellen wir fest, das Ich steht in der Mitte und muss sagen, ja, es gibt eine gute Seite und es gibt eine schlechte Seite. Ja, die Polarisierer sagen immer nur, ich bin der Gute und du bist der Schlechte. Und der drüben sagt, ich bin aber der Gute und du bist der Schlechte. Und keiner von beiden ist gut oder schlecht, sondern jeder sieht es aus einer polaren Situation. Und dieses Polaritätsdenken wird immerhin weiterhin geschürt. Aber dadurch kann ich die Menschen fesseln und manipulieren. Ich-Bewusstsein bedeutet, mich rauszunehmen aus der Polarität und in die Mitte zu gehen. Und dazu braucht es noch einen anderen Geist. Die Menschheit ist auf dem Weg zur Bewusstseinsseele, zur Freiheit, zur Eigenständigkeit, zum eigenen Denken, ist aber immer noch ganz bequem, weil über Jahrtausende wurden wir gedacht. Wir wurden geführt von Erzengeln und von Engeln, von Schutzgeistern, von Theokraten, von Pharaonen, von Eingeweihten, von großen geistigen Lehrern, von Gurus, von Priestern, von hohen Priestern, von hohen Priestern, hohen Priesterinnen und so weiter. Aus der geistigen Welt wurden wir geführt und ab dem Jahr 1413, Beginn des 15. Jahrhunderts, sagt die geistige Welt, liebe Kinder, jetzt seid ihr raus aus der Pubertät, jetzt bitte raus aus dem Nest, werdet Flügge, jetzt bitte selber tun. Ja, da müssen wir uns erst dran gewöhnen. Und viele Menschen sind überhaupt noch nicht bereit dazu und deshalb erleben wir das heute. Es ist so, dass wir alle im Wesentlichen noch immer bequem sind. Es ist viel bequemer, gedacht zu werden, als selber zu denken. Aber der Weg geht jetzt zwangsläufig, gerade für uns hier in dieser Region, dahin, dass wir das lernen, was eben der Bewusstseinsseele entspricht, nämlich dieses sogenannte reine Denken, um Wahrheit zu finden, die mit unserer Persönlichkeit nichts zu tun haben, weil meine Kursteilnehmer kennen das alles, die mein Buch gelesen haben auch. Aber ansonsten, wenn man heute Menschen fragt über den Begriff der Wahrheit, sagen 95% der Menschen Wahrheit, es gibt nur persönliche Wahrheiten. Und wenn man dann das studiert hat, weiß man, es gibt überhaupt keine persönlichen Wahrheiten. Das ist ein riesiger Schulungsbedarf. Weil Wahrheit ist unpersönlich. Wahrheit ist überpersönlich. Und deshalb lebt in unserer Bewusstseinsseele unsere Überpersönlichkeit. Obwohl wir unser Ich dort entwickeln, unsere Individualität, ist es trotzdem etwas Überpersönliches, was entwickelt wird, nämlich das Streben nach Wahrheit. Und das geht nur mit diesem wissenschaftlichen Denken, mit dem reinen Denken, wie wir sagen, ohne dass Gefühle sich hineinmischen. Und wenn man in dieses reine Denken geht, baut man dieses Skelett auf in der Seelenwelt, diese Bewusstseinsseele. Das heißt, wir schaffen durch das Denken die Bewusstseinsseele und auf der anderen Seite fordert die Bewusstseinsseele und schafft diese Bewusstseinsseele, das reine Denken in uns. Also das ist so das Element, dieser dritte Seelenorganismus, diese Bewusstseinsseele. Es ist eigentlich die Pflicht, die Notwendigkeit eines jeden erwachsenen Menschen heute, zumindest in der gebildeten Welt, darüber zu wissen, was die Bewusstseinsseele ist, dass man die hat und dass wir in diesem Zeitalter leben. Weil wer das nicht weiß, kann nicht frei werden. Bitte drüber nachdenken, ist meine These und in all meinen Seminaren und Kursen immer wieder belegt und dokumentiert und bearbeitet. Wir werden nicht frei, wenn wir nicht wissen, wer wir sind und in welcher Zeit wir leben. Es ist jetzt das Zeitalter der Bewusstseinsseele, sich frei zu schaufeln im Denken. Und die Gefahr ist da und jetzt ist die Frage, wie kann dieser Gefahr, dass aus der Bewusstseinsseele heraus, die gegensozial ist, die nicht sozial ist, die antisozial ist, die eigentlich zum Egoismus führt, wenn man nicht aufpasst, die immer nur abgrenzt, wie kann eine Gegenbewegung entstehen und woher soll sie kommen? Weil sie kann nicht aus dem Französischen, nicht aus dem Italienischen und auch nicht aus dem englischen Volk kommen. Man könnte vielleicht am ehesten schauen nach Russland und sagen, das russische Volk, die russische Seele, tief religiös, die könnte uns das bringen. Nein, das geht nicht. Weil es braucht etwas anderes. Es braucht einen anderen Geist, ein anderes Element, das ganz eng mit der Bewusstseinsseele verbunden ist. Und wir wissen, dass dieses Bewusstseinsseelenzeitalter, so wie das Empfindungszeitalter, das Zeitalter der Ägypter und babylonischen Völker war, das Verstandesseelenzeitalter der Griechen und Römer, also eigentlich der romanischen Völker, der südlichen Völker, dass das Bewusstseinsseelenzeitalter das der germanischen Völker ist. Germanischen bitte.
Und es gibt zwei große Gruppen von germanischen Völkern, nämlich die Mittelgermanen und die Westgermanen. Die Ostgermanen sind integriert und die Slawen stehen außerhalb des Germanischen. Das heißt, wir haben zwei große Gruppen germanischer Völker, die bestimmte Aufgaben in dem Bewusstseinsseelenzeitalter haben. Die einen, nämlich die angloamerikanischen Völker, die englischsprachigen Völker, entwickeln diese Bewusstseinsseele für die Menschheit, geben den Impuls für die Menschheit. Und jetzt gibt es aber noch die mitteleuropäischen germanischen Völker, die sogenannten deutschen Völker, mit dem deutschen Geist, mit der deutschen Seele, die auch eine Rolle spielen, nämlich genau diese Aufgabe, diesem Egoismus ein Gegengewicht zu setzen, dem reinen Materialismus ein Gegengewicht zu setzen, eine Weiterentwicklung im Ich zu geben, damit die Menschheit nicht den Anschluss an die Liebe verliert. Weil wenn wir nur in das Antisoziale gehen, nur in die Individualität, bleibt die Liebe, das Miteinander und Füreinander auf der Strecke. Nur mit der Bewusstseinsseele würde das nicht gehen. Und deshalb gibt es die mitteleuropäischen Völker, die jetzt eine andere Aufgabe haben, eine wichtige Rolle spielen, eine sehr, sehr dienende Aufgabe. Deshalb sagt man von den Deutschen immer, die geben immer klein bei, weil sie immer nur dienen wollen der Menschheit als Ganzes, unterschwellig. Haben wir in anderen Vorträgen schon drüber gesprochen. Und da kommen wir zu diesem Mysterium, das will ich heute noch bringen, weil jetzt kommen wir quasi schon etwas aus dem Seelenleben heraus und trotzdem ist es noch so, dass nämlich in Verbindung mit der Wahrheit, die in der Bewusstseinsseele auflebt, etwas steht, nämlich die Freiheit. Und da gibt es dieses berühmte Werk von Rudolf Steiner, die Philosophie der Freiheit, die immer noch kaum bekannt ist, die aber die wesentlichen Inhalte aufzeigt, was Freiheit ist, nämlich wo sich alle Philosophen damit herumgeplagt haben mit der Frage, wie wird der Mensch sittlich? Wie kann der Mensch in die Liebe kommen? Wie kommt der Mensch zu sozialen Urteilen? Nicht zu egoistischen Urteilen, Empfindungsurteilen, Begehrensurteilen, Verstandesurteilen, sondern wie komme ich zu moralischen Urteilen? Woher weiß ich, was der Liebe dient? Woher weiß ich, was sittlich ist? Und da ist die Bewusstseinsseele eine Voraussetzung, weil ich muss die Wahrheit finden. Weil dann erst die Freiheit entsteht. Und jetzt kommt dieser Geist der Freiheit, den wir kennen vor 2000 Jahren, den nennen wir Christus. Christus ist der Geist der Freiheit. Deshalb auch dieses deutsche Wort Ich, I.ch., Jesus Christus, weil das die deutschen Völker, die mittelgermanischen Völker, als Brudervölker der westlich-germanischen Völker, der angloamerikanischen Völker, die Aufgabe haben, jetzt diesen wirklich reinen Ich-Impuls in die Welt zu bringen, der ein christlicher Impuls ist, der jetzt sozusagen ein gewisses Gegengewicht bildet zu dem reinen Antisozialen der Bewusstseinsseele. Da kommt das soziale Element. Denn das ist ein ganz, ganz wesentlicher Unterschied und ich habe auch sehr, sehr lange gebraucht, sodass ich heute einen Vortrag darüber halten kann, wo ich sage, ich habe es für mich einigermaßen verstanden, was der Unterschied ist zwischen englischer Volksseele und deutscher Volksseele. Was ist der Unterschied? Weil beide haben was zu tun mit der Individualität. Der Engländer mit der Durchsetzung des Menschen als individuelles Wesen in der materiellen Welt und das deutsche Volk mit dem Bewusstsein der Ich-Werdung. Ja, was ist der Unterschied? Es gibt auch dazu, ich habe noch nichts gefunden, was das so klar macht, wie ich es auch für mich in aller Klarheit brauche. Und ich versuche das jetzt auch zu erläutern, so wie ich das verstanden habe. Weil beides hat zu tun mit dem Ich, aber es geht um das moralische Urteil, das Willensurteil, das findet auch in der Bewusstseinsseele statt. Und dafür brauche ich die Klarheit, ich brauche erst die Wahrheit, weil die macht mich frei. Und erst wenn ich frei bin, kann ich in aller Freiheit herausfinden, was ist ein Liebesurteil. Woher weiß ich, was für alle Menschen sozusagen, die Liebe fragt immer, was ist für alle gut. Und die fragt nicht, was ist für den gut und für den gut, sondern für die Gesamtheit. Das ist die Liebe. Das ist diese Christuskraft. Und die kann nur aus dem freien Ich kommen. Die Bewusstseinsseele schafft in der Seele diese Freiheit, aber jetzt muss das Ich an sich noch ergriffen werden in einer ganz anderen Art und Weise. Und das ist offensichtlich dieser deutsche Geist. Und erinnern wir uns, das Alte Testament ist ein Testament des Gesetzes unter der Führung des Jehova, unter Führung des Jahwe. Das Neue Testament ist das Testament der Freiheit, der Liebe und der Gnade. Das Gesetz ist nicht mehr maßgebend,
Und das muss auch in die Menschheit langsam herein, dass da eine Menschheitsentwicklung aufgezeigt ist, was nichts mit Religion zu tun hat, sondern jetzt geht es darum, wie kann der Mensch in Freiheit ein moralisches Urteil fällen? Das ist die Gnade, das ist die Liebe, das ist die Freiheit. Es kann keinen Gesetzgeber geben, der dem freien Ich sagt, was wie er zu entscheiden hat. Ein moralisches Urteil durch ein Gesetz, durch eine Religion, durch ein anderes Geistwesen, durch einen Guru, durch einen Priester, durch irgendeinen anderen Menschen oder irgendein anderes geistiges Wesen, würde bedeuten, dass der Mensch nicht frei ist. Wenn wir deshalb Freiheit ernst nehmen, bedeutet das, dass durch Christus etwas gekommen ist, und das ist wahres Christentum, dass es uns Menschen möglich macht, aus unserem freien Denken heraus jetzt den richtigen moralischen Impuls zu finden, ohne dass uns irgendjemand dazu irgendeine Entscheidung geben kann oder diese Entscheidung abnehmen kann. Das ist die Essenz dieses Werkes von Rudolf Steiner. Und er nennt das deshalb sittlichen Individualismus, weil der einzelne Mensch muss in Zukunft frei entscheiden, wie er moralisch handelt. Es gibt kein Gesetz mehr. Kein Gesetz, außer das Gesetz des Ich. Dass das Ich selber, und das Ich heißt auch Jesus Christus, das heißt, diese Christuskraft in mir ermöglicht es mir, aus Freiheit heraus eine Entscheidung in Liebe zu treffen. Das geht nicht aus der Bewusstseinsseele allein heraus. Das geht nur aus dem freien Ich. Und das ist die Aufgabe des deutschen oder mitteleuropäischen Germanismus oder der mitteleuropäischen germanischen Völker. Die westlichen angloamerikanischen Völker entwickeln die Bewusstseinsseele und die mitteleuropäischen das Ich an sich. Weil das Ich an sich mit dem reinen Denken in der Bewusstseinsseele sind wir schon sozusagen an die Schwelle der geistigen Welt getreten, in der Seelenwelt. Wir dürfen nicht vergessen oder dürfen uns erinnern, was ich im ersten Vortrag aufgezeigt habe, dass wir real in drei Welten leben. In einer Welt des Geistes, in einer Welt der Seele und in einer Welt des Körpers. Real, das heißt, wenn wir hier sitzen, sind wir als Terranauten ein Ich, ein geistiges Wesen, das mit einem physischen, materiellen Körper jetzt hier sitzt oder steht und nur das Materielle erlebt. Das heißt, das ist die Identifikation mit dem Körper, das ist der Materialismus. Das ist eine Wirklichkeit, aber wir erleben uns in dieser Welt, wir sind aber mit unserem Ich in dieser Welt. Das ist wie ein Astronaut, der immer noch ein Ich ist und oben auf dem Mond ist. Egal, ob auf dem Mond oder auf der Erde ist, er bleibt immer dasselbe Wesen. Und so bleiben wir immer dasselbe Ich. Wir sind immer auch in diesem Moment jeder von uns in dem Moment in der geistigen Welt. Mitten im Himmel sind wir alle. Empfinden uns so, aber wie in der Hölle. Weil manchmal ist die körperliche Welt wie eine Hölle. So haben wir Himmel und Hölle. Wir sind in beidem. Wir leben aber auch gleichzeitig in der Seelenwelt mit unserem Seelenkörper, mit diesem Astralkörper. Das heißt, wir leben in allen drei Welten, immer, zu jeder Zeit. Wenn wir sterben, verlassen wir halt diese Welt. Da müssen wir wieder umdenken, umfühlen, da geht es wieder ganz anders zu, weil dann haben wir den Körper nicht mehr. Und deshalb ist jetzt der große Unterschied zwischen der Bewusstseinsseele und dem Ich, ist was? In der Bewusstseinsseele entwickeln wir zwar schon unsere Individualität, aber zunächst nur für uns. Wir bleiben immer noch in der Abgrenzung. In dem Moment, wo wir jetzt aus dem rein Seelischen heraustreten, jetzt wirklich ins Geistige, in das reine Ich-Bewusstsein hinein, hört das Ich auf, nur getrennt zu denken. Das Ich bekommt jetzt eine andere Komponente dazu. Das Ich erlebt sich nämlich, und jetzt sind wir in der Gleichheit, es erlebt sich als gleichwertiges Ich zu anderen geistigen Wesen gleichwertig. Das ist Rechtsleben, Gleichheit. Die Gleichheit kommt aus dem Geist hier oben, dass wir alle göttliche Wesen sind. Wir sind alle Iche. Wir sind alle völlig gleichwertig auf dieser Ebene. Und das erlebt das Ich-Bewusstsein. Und in dem Moment, wo wir in dieses reine Ich-Bewusstsein gehen, und das ist die Aufgabe offensichtlich der deutschen Völker, des deutschen Geistes, den Menschen über das Ich-Bewusstsein zur Sozialität zu führen, zum Miteinander und Füreinander, weil ich jetzt erlebe, ich bin ja nur Teil eines großen Ganzen, wo jeder völlig gleichwertig ist.
Das ist reines Christusbewusstsein, das ist Liebe, das ist die Voraussetzung für Liebe. Aber es geht nicht ohne Bewusstseinsseele. Die Bewusstseinsseele ist das Gefäß in der Seelenwelt, in dem das Ich seine Stärke bekommt, um dann aus dieser Stärke heraus sozusagen in die Liebe kommen zu können, in den Christusgeist kommen zu können. Und das ist die Aufgabe der deutschen Völker. Und dann fangen wir an, das ist natürlich nur ein Erleben im höheren Bewusstsein, aber wir fangen an sozusagen, diese geistige Welt zu erleben. Jetzt erleben wir immer nur die geistige Welt, die ist immer da, indirekt in unseren Gedanken und Gefühlen. Wir kriegen nicht mit, dass es eine geistige Welt ist. Wenn wir anfangen zu denken, ja, dann merken wir, das muss geistig sein. Klar, ich war mir gar nicht bewusst, dass ich jetzt in der geistigen Welt lebe, spanne. Ich empfinde es zwar nicht so, aber es ist völlig klar, dass es so ist, weil Gedanken sind nichts Materielles. Und dieses Ich als was Gleiches, ja, das ist Christusliebe, das ist Christusgeist. Das Ich des anderen ist im Grunde genommen wie mein eigenes Ich. Und deshalb spricht er immer von Brüdern und Schwestern. Das ist die Menschheit als eine große Familie, wird Wirklichkeit durch den Ich-Geist. Und deshalb haben die Deutschen als wirklich als geistige Wesen, nicht als politische Wesen, ist immer das Thema. Deutschsein ist nichts Politisches, es ist zum Politischen gemacht worden. Deutschsein ist etwas Geistiges, etwas Spirituelles und deshalb muss dieser spirituelle Geist in Mitteleuropa jetzt erwachen. Und deshalb ist es gut mit Brexit und Trump. Wenn dieser Geist frei werden kann, weil er ist durch drei große Kriege ziemlich gedämpft worden. Die deutsche Geisteskultur ist zerstört worden, die muss wieder aufgebaut werden. Und die beginnt sich hoffentlich aufzubauen. Das ist die Aufgabe, weil die deutschen Völker in Mitteleuropa die Aufgabe haben, zusammen mit den anderen Völkern ein Symphonieorchester zu spielen. Das ist das neue Europa. Das neue Europa ist ein Symphonieorchester von Völkern, aber auch nicht von Staaten, nicht von Politikern, sondern von einem dreigegliederten Organismus, wo jedes Volk seine eigene in sich bestehende Volksseele hat. Und jeder sozusagen, jedes Volk spielt seinen Teil in dem Orchester. Ja, heute versucht dann irgendjemand den Dirigenten zu spielen, aber er schafft es nicht, ein Symphonieorchester oder eine Symphonie auf die Beine zu stellen. Es ist ziemlich disharmonisch. Ja, und deshalb ist Europa und Europäische Union zwei Paar Stiefel. Die Europäische Union ist ein Staatengebilde, ein staatliches. Ja, Europa ist die Einheit der Völker. Das Europa als Kontinent ist eines. Das Europa ist ein Verbund, bereits eine Familie von Völkern. Und diese Familie muss sich mal zusammentun und sagen, wie strukturieren wir uns denn staatlich? Was nehmen wir den Politikern weg? Was geben wir, wie bauen wir unser Geistesleben wieder auf? Wie machen wir die Schulen frei und die Universitäten frei, damit die Politik nicht mehr vorgibt? Das ist die Aufgabe, Politik nicht mehr vorgibt, was der Lehrer zu lehren hat oder der Professor. Das ist die Aufgabe der europäischen Völker jetzt, dieses Symphonieorchester zu erkennen und daraus ein neues Europa zu machen. Ja, dass jedes einzelne Volk, jetzt haben wir hier die Engländer sozusagen, hier die Franzosen und hier drüben die Italiener, nur beispielhaft. Andere Völker sind Nuancen davon. Und jetzt kommt noch das deutsche Volk und bitte nicht als übergeordnet oder besser in eine Bewertung. Das ist ja schon die Gefahr wieder. Wenn man das in der Öffentlichkeit sagt, dass sofort die einen hängen sich nationalistisch drauf und die anderen hängen sich antideutsch drauf, weil wir alle nur lernen, in Polaritäten zu denken, statt sachlich zu sehen, es gibt einen Volksgeist, eine Volksseele und der hat eine Aufgabe. Und das ist nun mal Mitteleuropa. Und die Russen haben eine andere Aufgabe und die Engländer eine andere und die Franzosen und Italiener, wie auch immer. Die haben eine andere Aufgabe. Sie haben ein anderes Instrument zu spielen. Und man schlägt sich nicht die Instrumente um die Köpfe, sondern jeder muss lernen, sein Instrument zu spielen. Und das ist unsere Aufgabe, ein neues Europa zu schaffen. Und so sehen wir schon auch hier an diesen drei Bewusstseins- oder in diesen drei Seelenglieder, Bewusstseinsseele, Verstandesseele und Empfindungsseele, dass dieses Wissen einfließen muss in das Geistesleben Europas. Und das kann nur aus Mitteleuropa kommen, weil die Geisteswissenschaft ein Teil des deutschen Geistes ist. Die Geisteswissenschaft kommt aus dem deutschen Geist, weil der deutsche Volksgeist die Aufgabe hat, die Menschheit zu befruchten mit dem spirituellen Wissen, mit dem geistigen Wissen. Das ist die Aufgabe. Und das ist die Aufgabe von uns allen. Und da erleben wir natürlich Polaritäten. Wir erleben solche Polarität, so eine Polarität, so eine Polarität. Und immer dann, wenn Polarität geschürt wird, entsteht Krieg und Kampf und all diese Dinge. Und es ist nun mal leider oder glücklicherweise, manchmal kann man sagen leider, Aufgabe
der deutschen oder mitteleuropäisch-germanischen Völker, diese Integration zu bewirken. Das Herz Europas ist nun mal Mitteleuropa und dann ist der Westen, das ist nicht der Westen von Europa, sondern der Westen der Welt. Und der Osten der Welt beginnt hier in Osteuropa und geht rüber bis nach China. Das sind die drei großen Organismen und die Mitte muss frei werden und selbstständig werden. Das ist die Aufgabe für die Zukunft und das wollte ich mit diesem dritten Vortrag hier nochmal verknüpfen, weil wir sehen, dass diese drei Seelenglieder und das reiche Seelenleben, das wir haben, sich auch in der äußeren Welt organisch zeigt, in dem Leben der Völker. Und das ist das Wunderbare an Rudolf Steiners Werk, an seiner Geisteswissenschaft, dass wir Stück für Stück diese wunderbaren Geheimnisse, diese großen Rätsel der Seele enträtseln können, dass wir diese Geheimnisse entziffern können, dechiffrieren können. Und ich kann nur persönlich sagen, und ich wünsche es allen, dem gegenüber in aller Dankbarkeit zu stehen. Das ist ein gewaltiges Werk, das der Menschheit hier gegeben wurde. Und ich selber kann, und je mehr ich mich damit beschäftige, eigentlich nur mit unfassbarem Staunen davorstehen, wo ich merke, ich fange jeden Tag wieder neu an und sehe die Dimension, die ein Rudolf Steiner hier gebracht hat, ist so unfassbar. Vor kurzem hat eine Kursteilnehmerin gesagt, die Anthroposophie, die Geisteswissenschaft ist so hoch und so tief und so breit, dass ich immer wieder sage, ich weiß gar nicht, wo ich mich befinde. Und das ist so. Und wo ich wieder anfange. Es ist immer wieder ein permanentes Neuerleben. Und deshalb kann ich persönlich nur wirklich in Ehrfurcht dem gegenüberstehen und sehe meine Aufgabe auch in der Verbreitung dieses Wissens in aller Bescheidenheit und zu versuchen, dieses gewaltige menschliche Werk auch nach draußen in die Menschheit zu bringen. Und woran wir uns immer wieder erinnern sollten, dass auch das, was ich versucht habe, in diesen ersten drei Vorträgen aufzuzeigen, was für ein unglaublicher Reichtum in unserer Seele liegt und mit welcher Dankbarkeit wir den Wesen gegenüberstehen sollten, mit welcher Ehrfurcht, die uns dieses Geschenk unserer Seele und unseres Geistes gemacht haben, auch unseres Körpers. Zum einen der Dank eben an diesen Menschen, an dieses Werk der Geisteswissenschaft, das aus Mitteleuropa geboren wurde, um die Menschheit zu befruchten im Sinne dieser Aufgabe des Ichs. Und wo eben nur in Deutschland, in diesem Grundgesetz, in diesem bescheidenen Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland in der Präambel am Anfang steht, die Würde des Menschen ist unantastbar. Es gibt es nirgendwo auf der Welt. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Es ist eine Zeit, dass wir uns bewusst werden, was unsere Würde ist und wie wir mit Menschen, die als geistige Wesen geboren sind, als werdende, hohe geistige Wesen, als werdende, wir dürfen es heutzutage sagen, Götter, das ist die Würde des Menschen. Und ich wünsche, dass wir dieses Werk von Rudolf Steiner und dieses Werk an uns selber wirklich auch würdigen, dass wir unserer Würde gerecht werden und dass wir es schaffen, mehr und mehr würdevoll miteinander umzugehen, indem wir merken, wir haben es jedes Mal mit einem Ich-Wesen zu tun und nicht mit einem Arbeiter oder einem Angestellten, ja, oder einer Kassiererin, sondern mit einem göttlichen Wesen. Die Würde des Menschen, wenn ich einem Menschen begegne, ist immer wieder, ich begegne eigentlich Gott. Deshalb ist ja das Schöne, dass wir sagen in Bayern, grüß dich Gott. Und zum Schluss sagen wir Pfiati, ja, Fiat. Behüt dich Gott, heißt es auf Lateinisch. Ja, das heißt, immer wenn wir uns begegnen, behüt dich, du Gott. Grüß dich, du Gott. Das ist eigentlich damit gemeint. Und das ist die Würde des Menschen und die ist unantastbar. Und dass wir das hier in unserem zentralen Europa, in diesem Grundgesetz haben, hat seine spirituelle Bedeutung. Das steht nicht umsonst drin. Und in diesem Sinne wünsche ich uns alle, dass wir diese Werke wirklich würdigen. Und uns dieser Würde, die uns gegeben wurde, auch würdig erweisen. Vielen herzlichen Dank.